Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam wieder Lego Scooby-Doo spielen. Das haben wir jetzt schon zweimal gespielt. Jetzt kommt der dritte Teil. Das Spiel ist ziemlich gruselig und echt schaurig. Wir haben hier vier Freunde und natürlich Scooby-Doo, den Hund. Und sind jetzt mittlerweile im dritten Level angekommen. Wir haben gegen einen Pharao gekämpft oder eine Mumie. Gegen einen Zombie, der sich aber dann wiederum als Menschen entpuppt hat. Und dann müssen wir jetzt im dritten Teil gegen diesen Kürbistypen kämpfen. Ein Halloween-Kürbis. Wir starten. Wir müssen uns übrigens noch einen Charakter aussuchen. Ich nehme Daphne. Und Scooby-Doo ist mein Begleiter. Dann habe ich nicht so viel Angst. Das Spiel ist doch schon echt etwas horrormäßig, finde ich. So, dann gehen wir mal los. Das ist übrigens unser Flugzeug, mit dem sind wir gelandet. Oh, es geht hier runter. Wir haben eine Haarbürste als Waffe und damit können wir Zombies kaputt hauen. Beziehungsweise, das sind gar keine Zombies, das sind Skelette. Ah, okay, jetzt wird mir hier oben das Kartensymbol angezeigt. Da, wo der Kürbis ist oder auch unser Kopf, da sind wir. Und hier ganz unten rechts, da ist eine Kiste und da müssen wir hin. Also nach ganz unten und rechts. Okay. Dann gehen wir mal wieder weiter. Schneller als so können wir übrigens nicht gehen. Oh, da oben ist ein Geist. Und den hauen wir jetzt auch mal mit der Haarbürste. Aber der muss erstmal nah genug rankommen, denn hier oben ist auch nichts. Unsere Haarbürste reicht gar nicht so weit. Noch ein Geist. Oh, und da müssen wir etwas aufpassen. Nicht, dass der uns erwischt. Ich glaube, der Geist da oben, der kann da ruhig bleiben. Da müssen wir ja nicht hin. Puh, diese Kiste, die kann uns Lebensenergie abziehen. Die müssen wir auch weghauen oder bekämpfen. So, oh, nein. Oh, eine Kiste. Noch ein Skelett und ein Geist. Wir haben einige Gegner, die wir hier platt machen müssen. Jetzt nehme ich mal ein bisschen Anlauf und springe. Ah, ein Zauberpilz. Wenn da jetzt Wasser drauf kommt, dann wird der groß. Und dann können wir auch springen. Mir wurde gerade was angezeigt. Ah, jetzt sind wir hier in diesem. Okay. Das habe ich anscheinend schon eingesammelt. Das Spiel habe ich zwischendurch mal gespielt, aber ich habe den Level nicht geschafft. Hier geht es nicht weiter. Wir müssen ja nach unten rechts. Jetzt sind wir oben. Oh, da ist wieder ein Geist. Hau ab! So. Ah! Direkt auf der Kiste gelandet. Das kann ja nicht sein. Jetzt haut die da die Kiste nicht ab und ich komme da nicht hin. Doch. So. Okay, jetzt weiter nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. Ist hier links noch irgendwas? Ich glaube nicht. Außer ein Gespenst. Wir gehen mal wieder nach rechts, denn rechts unten sollte ja unser Schlüssel sein, den wir unbedingt brauchen, um zu dem Endgegner zu kommen. Oh, jetzt können wir nochmal Anlauf nehmen. Obwohl. Oh. Ich wollte eigentlich den Hundeknochen haben, der da noch ist. Das ist nämlich Scooby-Doos Belohnung, dass er mir so ein treuer Gefährte ist. Und ich glaube, hier war ich noch nicht. So, hier unten kommen wir nicht nach links weiter.
Mann, es geht immer tiefer in den Keller. Immerhin habe ich noch volle Lebensenergie. Das kommt mir bestimmt zugute, wenn ich gleich gegen den Endgegner kämpfen muss. Was muss man hier jetzt machen? Ich will doch eigentlich nach unten weiter. Haben wir vielleicht irgendetwas verpasst? Komm schon. Aber hier ging es doch auch nicht weiter. Also, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wie wir hier jetzt weiterkommen. Es muss ja unten in den Keller gehen. Das heißt, wir brauchen noch ein weiteres Stockwerk. Aber hier ging es doch gar nicht weiter. Oder? Eigentlich nicht. Ah, da war eine versteckte Wand. Das ist natürlich auch sehr, sehr ausgefuchst. Aber diese Wand ist nicht versteckt. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Es ist nur so ein Gang. Ich hoffe, wir haben nicht noch mehr von diesen versteckten Zauberwänden oder Durchgängen vergessen oder übersehen. Ich gucke nochmal auf die Karte. Wir sind ganz nah dran. Wir müssen wirklich nur nach unten. Aber ich sehe gerade, das ist ein Labyrinth. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurück und uns dann hier so durchfallen lassen. Aber ich denke, da werden wieder einige Wände sein, dass wir da nicht durchkommen. Also irgendwie ist dieser Level nicht ganz einfach. Manchmal kann man ja diese Lego-Steine irgendwie anders setzen, aber das Symbol, diese Hand, wird mir jetzt nicht angezeigt. Das heißt, ich vermute, dass wir wieder den Weg zurück müssen. Ist hier auch eine Zauberwand? Nein, natürlich nicht. Ah! Mann. Oh, irgendwie hängt gerade diese eine Taste. Ich habe gerade wie verrückt meine Haarbürste geworfen. Dabei war da gar keiner mehr. So, guck nochmal auf die Karte. Wir sind jetzt da, das heißt, wir müssen nach unten. Oh, ich glaube, hier war ich auch noch nicht. Oh, jetzt haben wir den Moment verpasst, abzuspringen. Da ist schon wieder so ein Skelett, was auf mich wartet. Krieg gleich eine mit meiner Haarbürste verpasst. Oh, oh. Oh Mann. Nein. Gibt's hier irgendwo einen Checkpoint? Ach, zum Glück muss ich nicht ganz von vorne starten. Also, diese Säure oder was das auch immer ist, dieses radioaktive Zeug da am Boden, das ist giftig und ich sterbe davon direkt. Es ist noch nicht mal so, dass mir da Lebensenergie abgezogen wird, sondern ich gehe gleich hops. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass Scooby-Doo da an den Vorderläufen ein Ausrufezeichen hat. So, ich... Aha, musste gar nichts machen. Ja, so einfach kann das sein. Jetzt springe ich mit Scooby-Doo und springe nochmal. Es wird immer schwieriger. Also dieser dritte Level, der hat es wirklich in sich, finde ich. Oh weia. Aha, jetzt müssen wir hier wieder was bauen. Uns eine Treppe bauen. Und da ist endlich der Schlüssel oder Teile des Schlüssels. Wir müssen den ja vervollständigen. In jedem Level finden wir so eine Kiste.
Und jetzt können wir entweder in den nächsten Level oder fortsetzen. Ich möchte natürlich diesen Level auch zu Ende machen. Und nicht mittendrin aufhören. Jetzt können wir wahrscheinlich dann zu diesem Kürbiskopf da ganz hinten links. Da werden wir jetzt als nächstes hingehen. Ach, schon wieder hier Sackgasse. Wieder zurück, 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 zurück. Ich hoffe, es ist für euch noch spannend. Für mich auf jeden Fall. Denn ich muss gleich wieder kämpfen. Das ist ganz oft nicht so einfach. Oder ich bin eben nicht so gut da drin. Oh, war hier schon? Sieht nicht so aus, weil hier noch ganz viele Hundeknochen liegen. Ich muss jetzt einmal nach oben und dann weiter nach links, also hier lang. Ein richtiges Labyrinth. Ich glaube, ohne Karte hätte ich mich da niemals zurechtgefunden. Bin ich jetzt auch noch richtig? Ich gehe geradewegs auf den Kürbismann zu. Den Halloween-Kürbis. Und es ist soweit. Macht euch gefasst. Es geht hier weiter. Da ist er. Und er hat ein Pferd. Oh. Wie, das ist direkt einfach mal über mich rüber geritten. Und ich dachte gerade, das sei so eine Art Video und ich könnte mich nicht bewegen. So, wie treffe ich den jetzt? Oh, das ist echt mies. Hilfe! Aha. Und ich bin direkt wieder hops gegangen. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass dieser Kürbismann so stark ist. Für das Feeling mache ich hier mal die Musik lauter. Okay. Und direkt Lebensenergie abgezogen. Aha, der macht hier auch noch alles kaputt. Und jetzt muss er wahrscheinlich hier rauslaufen, oder? Es ist anscheinend eine Art Rätsel, die ich hier zu lösen habe. Es sind unterschiedliche Hebel, die ich betätigen muss. Aber noch habe ich nicht ganz durchgeblickt. Da sind ja noch diese Schranken. Aber ich muss doch bestimmt ihn irgendwie verletzen. Mit meiner Haarbürste. Eine andere Waffe habe ich ja nicht. Oh Mann. Jetzt bin ich einfach mal auf ihn draufgesprungen und wieder hops gegangen. Also es muss irgendeine Technik oder Taktik geben, wie ich das schaffe. Scooby-Doo verlässt mich natürlich wieder und ich bin komplett auf mich selbst gestellt. Oh. Oder muss ich vielleicht abhauen und gar nicht gegen ihn kämpfen, sondern einfach die Flucht ergreifen? Oh no. Oh. Ich hau jetzt einfach ab. Aber dann kann ich kann glaube ich nicht abhauen, weil ja noch diese grünen Schranken da sind. Ich bin total überfordert, Leute. Helft mir. Habt ihr Ideen, wie ich diesen Kürbismann töten kann? Oder zieht er sich vielleicht nur was ab, wenn er hier jetzt durch das Tor reitet?
und dann gegen die Wand läuft. Das weiß ich nicht, weil eben gerade ist er einmal durch das Tor durchgelaufen. Und deshalb werde ich das jetzt hier einfach mal öffnen. Aber das bringt auch nichts. Dieser Kürbistyp wirft irgendwelche Molotow-Cocktails. Hier ist alles am Brennen. Irgendwann galoppiert er und dann sollte... Ich denke, dass dieses Grüne ihm rechts und links irgendwie was abziehen kann. Aber jetzt läuft er da gar nicht mehr raus. Habe ich mir das eingebildet oder nicht? Ich glaube, ich habe ihm was abgezogen. Jetzt habe ich vor allem mir was abgezogen. Also ich habe große Schwierigkeiten hier. Oh nö. Ich will gar nicht nach unten, ich bleib jetzt hier oben. Das mit diesen Türen, da steige ich irgendwie nicht durch. Ich glaube, jetzt habe ich ihm eventuell was abgezogen. Dieses Geräusch kommt eigentlich immer nur, wenn man den Gegner trifft. Und so wie es aussieht, muss ich ihn immer treffen, wenn er nicht in meine Richtung läuft, sondern von hinten erwischen. Oh oh. Da war ich nicht schnell genug. Da war ich hier wieder nicht bei der Sache. Oh oh. Hau ab. Ich gehe jetzt einfach hier voll auf Angriff. Ob das eine gute Strategie ist, werden wir gleich sehen. Ich muss ja auf jeden Fall auch ausweichen. Ständig gehe ich hier aus dem Spiel raus. Aber es muss auch irgendwas zu tun haben. Oh. Oh oh, ich bin gleich wieder hinüber. Ah, ich kriege Lebensenergie, wenn ich beide Tore öffne, so wie es aussieht. Jetzt habe ich wieder volle Lebensenergie. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Und ich bin halt auch total langsam.
Oder es sind die Kürbisse. Das kann natürlich auch sein, dass ich von den. Ich krieg von den Kürbissen Lebensenergie? Warum ist mir das nicht vorher aufgefallen? Ich wünschte, ich hätte nicht gegen diesen Gegner gekämpft. Oh, da ist gerade ein Flugzeug, das Scooby-Doo-Flugzeug gekommen. Ah, und ich glaube, wenn man sich zu lange nicht blicken lässt, dann frisst das Pferd und der Kopf geht nach unten. Oh, Mann! Hier brennt schon wieder die Hütte. Ich bleibe jetzt einfach noch mal hier länger unten, bis das Pferd sich vielleicht wieder etwas beruhigt. Oder ist das meine Lebensenergie, die solche Geräusche macht? Ich komme auf jeden Fall hier gerade überhaupt nicht weiter und bin auch wieder verendet. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, wie ich diesen Typen besiegen kann, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ansonsten komme ich hier einfach überhaupt nicht weiter. Es ist natürlich echt furchtbar. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, wenn ich jetzt hier nicht wieder direkt sowieso alles verliere. Also, Tipps und Tricks, wie ich diesen Typen besiegen kann, gerne in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!